Daddy? Rat mal, wer heimkommt. Ich? Ich habe einen kurzen Cut gemacht. Mal schauen, was jetzt passiert. Betritt den Konzeptwürfel. Mal schauen. Ich weiß null, was passiert. Nothing. Aber wie gesagt, das ist ein geiles Spiel. Also, ich würde es jedem empfehlen, der Lust drauf hat. Ich glaube, das ist schon ein bisschen älter. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich muss meinen Vater konfrontieren. Aber meine Geschichte hat so viele Löcher. Schatten auf der Leinwand meines Lebens. Ja, ich habe hier Krisseln auf der Leinwand. Das hatte ich schon mal. Gefürchtet und gehasst. Aber das ist wohl so vom Fernseher aus so. Ich weiß auch nicht, warum das kommt. Also wenn so viel Schwarz und Grau aufeinander taucht. Ich war einst der geliebte Spross der Cartier-Wells. Ein Paar verehrt von der Gesellschaft, die es schuf. Es gibt ja nur eine Option, ey. Schatten Edge und Licht. Ist der Vater, oder? Ich muss den Schaden richten. Das von meiner Familie begangene Unrecht gut machen. Wäre eigentlich das der Chaos logische Schritt. Alles verschlingt. Und wir betreten Episode 8. Zeit für meinen Vater, das Gift zu kosten, das die ganze Welt geschlürft hat. Edge führt mich. Und ich bin bereit. Ja, wenn nicht sogar Edge dein Vater ist. Was ich vermuten könnte. Es würde mir kein anderer einfallen. Oh nein. Ach nee. Können die. Aber die bleiben bitte so stehen, oder? Jetzt habe ich das Kapitel nicht gelesen, danke. Der Konzeptionswürfel. Das Herz dieser Korruption. Dieses Mal gelingt es. Ohne Wenn und Aber. Erzähl mir von meinem Vater, Edge. Charles Cartier-Wells hat sich jahrelang eingeigelt und träumt von einer idealen Zukunft. Okay. Hier wurde H3O konzipiert. H3O? Memorize zentraler Server. Dort sind all diese Erinnerungen gespeichert. Nur dein Vater kann hinein. Du musst ihn überzeugen, dich hineinzulassen. Bring es hinter uns. Wie gesagt, H3O war vorher auch das Fahrtwort. Charles Cartier-Wells. Ja, dann kommen wir zu dem Ende langsam. Aber ich glaube, da kommen wir noch vorher zum Kampf. Ich glaube nicht, das wird hier ganz einfach noch verlaufen. Sensen... Boah, krass. Meine Sensen mittendrin. Die hat mich doch bestimmt erwartet schon, oder? Das ist doch nicht normal. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel sich mal zu holen oder so. Gibt es hier, glaube ich, nicht... Nicht so alt oder so. Das ist ein bisschen älter, wie gesagt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen mein kleines Schlauchchen. Bitte, lass mich arbeiten. Komm, Papa. Spiel mit uns. Okay. Aber nur kurz. Was passiert hier wohl? Wer ist das? Diese Stimmen? Dein Vater. Er behielt viele deiner Kindheitserinnerungen für sich. Das ist ekelhaft. Genie und Verzweiflung. Eine gefährliche Mischung. Zilla, Charles. Hey, wie komme ich dir zum Ecke? Da. So. Hoch oder runter? Ich muss runter. Zilla, du hast entsetzliches erlebt. Aber es komm. Ist ein Fehler, deine Familie. Lass mich in Ruhe. Ich helfe dir, Schatz. Ich möchte aber keine Hilfe. Ich möchte keine Hilfe. Morgen habe ich Geburtstag. Schön, wirklich? Ich nicht. Was wünschst du dir bloß? Jax? Einen Jax? Ja, die hätte auch ins Wasser springen können, oder? Hätte sie sich doch trauen können. Meine Erinnerung. Guten Tag. Aber die Roboter machen mir da Angst ein bisschen drumherum. Will ich doch nicht mit den Robotern. Da ist wohl Charles gewesen. Unsere Erinnerung, unsere Alten. Ich sehe nur blasse Fragmente meines Lebens. Lautlos. Fade. Dumpf und tot. Mach das Familienalbum später fertig. Charles ist in der Nähe. Du hast es fast geschafft, Schwester. Der Albtraum ist fast vorbei. Da in der Mitte sitzt Charles. Da stimmt was nicht. Ich bin sicher. Was ist das? Mein Vater.
Seine Arbeit ist sein Leben. Und ich soll ihn überzeugen, es zu zerstören? Seine Arbeit war der einzige Weg, das Leben zu retten, das er so sehr liebte. Was meinst du? Schau dich um. Schmerzliche Erinnerungen zu löschen. Einen Autounfall zu vergessen. Mein Gott, er tat all das für mich. Und du bist der einzige Mensch auf der Welt, der ihn überzeugen kann, es zu Ende zu bringen. Ich kann alles. Alle wieder hinkriegen. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Nur etwas mehr Zeit. Krass. Oh, da war Jax. Nun soll er seine eigene Medizin schmecken. Na, kannst du es oder kannst du es nicht? Erinnerung Remix. Charles Erinnerung von 20,3 Jahren. Ich glaube, da müssen mit Millen irgendwie so knapp sein. Der Remix. Papa, kommt Mami bald heim? Sehr bald, mein kleines Schlauchchen. Mami mag Jax nicht mehr, weil er böse, böse war. Schön ruhig. Ich mache alles wieder gut. Mamis Bein fällt nicht mehr, es ist zu spät. Oh. Das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt helfe ich erstmal meiner Kleinen. Seine eigene Tochter geremixt. Na, wie fühlst du dich? Meinst du, Mami hasst Jax? Nein. Warum? Hat er was Böses gemacht? Nein. Alles gut. Nicht. Nur geh wieder spielen, ab mit dir. Okay. Daddy hat zu tun. Hab dich lieb, Papa. Krass. Ich will aber auch so einen Jax haben. Wie so ein Hündchen. Sein erster Besitz. Ein Heilmittel gegen das Elend. Damit lindere ich deinen Schmerz. Und wir werden wieder glücklich. Und dann... Und dann... befreie ich die ganze Welt vom Schmerz. Was bringt Charles Nillen zu töten? Okay. Aber bevor wir das machen, mache ich hier nicht einen passenden Stopp. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüssen.